Hallo und herzlich willkommen, hier ist Ronald Grossmann mit dem LFS-Report Nr. 18. Heute schauen wir uns das 8. Rennen der Master Season 15 an. Und zwar wurde gefahren in South City 1, also Tarnkurs, mit dem XRR. Dieser Kurs an sich ist eigentlich recht simpel, 4 Linkskurven und die Schikane, doch durch den sehr starken XRR wurde es doch eine recht reizvolle Kombination. Die Pole sicherte sich diesmal Florian Hinz, viel Spaß bei seiner Streckenvorstellung. Hey, ich bin Florian Hinz und ich nehme euch mit auf meine Pole Position Fahrt in South City Chicane mit dem XR. 490 Turbo PS auf der Heckachse versprechen hier eine Menge Spaß und ganz viele Pullen. Jetzt sind wir auf Startziel, kommen Richtung Unterführung. Hier gibt es nur eine Linie. Die muss Vollgas durchfahren werden, genau treffen und strikt weit hinaus. Beim 100 Meter Schild voll in die Eisen, zweiter Gang einlenken, früh aufs Gas. Das Auto geht leicht quer. Bande rechts versuchen zu meiden. Jetzt der knifflige Teil, Schikane. Rein, vierter Gang, umsetzen, Vollgas wieder raus. Früh den Ladedruck aufbauen, um hier jedes Kamera mit auf die Gegengerade zu nehmen. Hier kann man leicht durchschnaufen, aber nur bis zum 50 Meter Schild. Kurz danach heißt es wieder anbremsen. Und zwar genau hier, vierter Gang, einlenken, früh aufs Gas. Ladedruck aufbauen, jedes Kamera mitnehmen auf Startziel. Das war meine schnelle Runde und ich gehe zurück in den Ronald. Danke Florian. Wie gerade gesehen, sieht ihr, dass sich die Pole knapp vor seinem BST-Teamkollegen Zingler und dahinter der Ex-BST-Ler Holzei. Auf Platz 4 der amtierende Meister Suschlik und Platz 5 Kahn. Platz 6 Reichert und Platz 7 Hartmann. Platz 8 der Fahrer des Jahres Florian Kirchhofer. Und dann ging es auch schon los in den ersten Sprint über 44 Runden. Das Feld kommt an sich sehr gut weg. Kommt hier das erste Mal aus der Unterführung raus. Wir sehen, hat Holzei Probleme beim Anbremsen, trifft dabei Zingler. Doch der Rest des Feldes kommt sehr gut durch die erste Kurve. Hier das erste Mal durchs Nadelöhr, die Schikane. Der Hälfte kommt sehr gut durch, nur hinten kommt es zu leichten Ziehharmonika-Effekt. Hier nun das erste Mal durch die erste Kurve. Wie wir hier sehen, hatte Scherer einen Blitzstart hingelegt und hat sich schon vor Grossmann geschoben. Grossmann versucht hier in Runde 3 an Hartmann vorbeizugehen. Er bremst an auf die letzte Kurve. Grossmann kreuzt hinter Hartmann die Linie, sodass er innen durchziehen kann, kommt aber leicht ins Rutschen. Kann aber trotzdem vorbeigehen. Scherer schon wieder nach weiter vorne gerutscht. Macht sich hier von Kahn den dritten Platz in der ersten Kurve, indem er außen vorbeigeht. Kommt besser raus und Kahn steckt zurück. Das erste Opfer der Schikane wurde hier Klaus Neumann, der beim Rausfahren anschlägt und sich nach innen reindreht und dass man das ganze Feld ziehen lassen muss. Holzei mit Wut im Bauch, mehr oder weniger, wollte weiter nach vorne, kämpft sich hier an Hesmer vorbei und kann auch hier Wurm in der ersten Kurve überholen. Wir sind mal am Bord von Zinger, der auf Neumann auffährt, den er eigentlich überrunden wollte. Der macht etwas wenig Platz, sodass Grossmann hinter ihm rankommen kann und hier, kurz bevor es in die Unterführung geht, vorbeigehen kann. Ja, weiter auf dem Weg nach vorne, hier holt er sich von Suschlik Platz 2. Suschlik kommt etwas ins Rutschen und Scherer kann innen vorbeigehen. Wurm hat hier in Runde 14 ein recht ungewöhnliches Problem. Hier platzt ihm der linke Vorderreifen, der sehr stark in der Schikane beansprucht wird. Grossmann hatte aufgeschlossen auf Kahn und versucht hier nun mit einem späten Bremsmanöver in Wurm reinzustechen. Sieht aber, dass es zu knapp wird und Kahn bleibt vorn.
Tesarek, das Bordwärtsen hier, steckt rundenlang hinter Hartmann fest und kann hier nun endlich einen Fehler ausnutzen und vorbeiziehen. Hier sehen wir den Kampf zwischen zwei Teambelegen. Heuer geht hier innen an Kirchhoff vorbei. Der dahinter fahrende Bohrmann versucht das auch auszunutzen, bleibt an Kirchhofer dran und kann dessen Windschatten jetzt gleich ausnutzen, um an ihm vorbeizugehen. Hier nun ein Crash in Runde 24. Dabka kommt beim Ausweichen an die Bande und zurück, dabei trifft ihn Hartmann und beide dreht sich weg. Keine schlimmeren Folgeunfälle. Crossman hat sich wieder rangekämpft an Khan. Dieser probiert es hier aus, da Khan Kampflinie fährt. Und kann tatsächlich vorbeigehen in der ersten Gruppe. Doch Crossman hat ein Problem, ausgangs der Schikane, sodass Khan wieder vorbeiging. Beide fahren hier nebeneinander in der letzten Gruppe. Crossman kann dank weniger Zusatzgewichten an Khan etwas vorbeiziehen. Beide von fast nebeneinander in die erste Gruppe. Crossman ist leicht vorn. Hier kommt es zur Berührung. Crossman rutscht raus und weiß beim Zurückkommen Reichert noch mit. Und schließlich hatte Scherer noch den Abstand zu Hinz so verkleinert, dass er hier in Runde 33 die Führung übernehmen konnte. Und kurz vor Schluss in der vorletzten Runde schafft es auch noch Zingler vorbei an Khan außen in der letzten Kurve. Scherer gewinnt von Platz 11 das Rennen vor Hinz und Zuschlick. Holzer schafft es immer noch auf Platz 8, den begehrten Platz Nummer 10, und damit die Führung im Sprint 2 sicherte sich Kirchhofer. Sprint 2 dann mit den ersten 10 umgedreht, also von Kirchhofer, dann Tesarek, Holzei, Bohrmann, Reichert, Khan. Auch hier fächert das Feld vor der ersten Kurve wieder weit auseinander, auch wenn es noch eng wird. Und es kommen eigentlich alle recht gut durch die erste Kurve, es gibt ein paar kleine Berührungen. Es geht ein wenig besser durch die Schikane das erste Mal. Hier sehen wir gleich, dass Holzer sich an Tesarek vorbeischieben kann in der letzten Probe. Und damit Platz 2 übernehmen kann. Dahinter kommt auch das Feld durch die letzte Probe. In Runde 7 dann schnappt sich Holzer hier den ersten Platz im Kirchhofer, kommt sehr weit innen an, sticht rein und geht vorbei. Auch hier dauerte es nicht lang, bis es in der Schikane krachte. Hier ist der leidtragende Hinz, der leider umgedreht wird. Dadurch kam es zu einer sehr engen Gruppe, wie wir hier sehen. Dabei auch hier an Bord Bohrmann. Der bremst hier viel zu spät in die erste Kurve, sucht noch das Schlimmste zu vermeiden, trifft aber seinen Teamkollegen am WRT, Tesarek, und dreht sich um mit ihm. Und vor Tesarek sollte es nochmal krachen, hier zwischen Schneider und Heuer. Er kommt mehr oder weniger ohne mit einem blauen Auge durch. Hier nun das Duell von Meister und Vizemeister. Zuschlick kommt hier besser aus der letzten Kurve und kann außen auf Startziel an Zingler vorbeiziehen. Und Scherer macht er auch wieder Druck nach vorne. Geht hier außen an Khan fast vorbei. Und von nebeneinander. Scherer hat ein bisschen mehr Vorsprung und kann hier die Unterführung vor Khan einbiegen. Hier noch ein sehr freches Manöver, wie ich finde, Klaus Neumann, der auch hier sehr spät bremst, innen an Wurm vorbeischießt, doch mit einem Triff die ganze Sache noch mehr oder weniger rettet und vor Wurm bleibt. Hier noch Unglücksrabe Tesarek, fährt hier neben Hesmer auf Startziel,
konzentriert sich auf ihn, merkt dabei aber nicht, dass er viel zu weit rechts ist, wie wir gleich sehen, und schlägt dabei ein. Kein gutes Rennen für Tesserae. Holzei gewinnt recht deutlich vor Suschlik. Schere musste sich nochmal hauch den Kahn geschlagen geben mit einem Wimpernschlag von 200. Mit zwei sehr soliden Ergebnissen konnte sich Suschlik den Gesamtsieg sichern. Ein Punkt vor Scherer, Platz 3 Holzei, trotz schlechten Abschneiden im ersten Rennen. Eichert ein Punkt dahinter, Platz 4. In der Fahrerwertung kann Suschlik seinen Vorsprung vor Zingler ausbauen, dahinter Holzei und Kahn und Reichert. In der SG-Wertung zieht sich wieder etwas auseinander. Es führt SG 10 mit Reichert und Kirchhofer vor SG 2 Bohm Holzei. Die nächste Kombi wird wieder ein längeres Rennen, 90 Minuten mit dem RB 4 in Firm Bay Gold Reverse und das bei starkem Wind. Bis dahin! Das Heck kommt leicht rum, geht quer und scheiß Handy. Mann.